Guten Morgen, Leute. Montagmorgen, es ist wieder Zeit für den Rückspiegel. Wir wollen euch den Start in die Woche versüßen, indem wir über unsere Brettspielwoche quatschen. Die interessantesten Spiele werden wir immer für euch kurz aufzählen und den Ersteindruck euch berichten. Wie immer haben wir News der Woche und die News der Woche ist in eigener Sache. Und zwar fragen sich immer, warum heißt es denn die Spiele-Dinos? Melli wird es euch jetzt erklären. Ja, es liegt nicht an unserem Dino hier hinten, nein, sondern weil wir mit Nachnamen Marandino heißen und meine Nichte ist es? Nee, nicht meine Nichte. Mein Patenkind hat Arno dazu mal irgendwann zu Angelo gemeint, Onkel Dino, Onkel Dino. Und so sind wir dann zu den Spiele-Dinos geworden, genau, also mehr oder weniger. Jetzt wisst ihr, dass die Spiele-Dinos kommen vom Nachnamen und nicht, weil wir so alt sind. Wir sind nicht so alt. Nein, die zweite News der Woche ist, Frosthaven, der Nachfolger von Gloomhaven, ist auf Kickstarter gestartet, ist astronomisch abgegangen, ist jetzt schon bei über 5 Millionen, glaube ich, und nach ein paar Tagen nur. Das Ganze kommt bei Feuerland und zwar könnt ihr das auf Deutsch im Januar 2021 vorbestellen und ausgeliefert werden soll es dann im Sommer 2021. Abwarten, Leute, abwarten. Frosthaven im Sommer ist ja ganz logisch, ne? Wie soll's auch anders sein? Ja, wir hatten ja letzte Woche die Frage der Woche und zwar Pile of Shame. Habt ihr gerade auch so ein bisschen Zeit und wenn ja, was kommt da so runter? Genau, und die Antwort der Woche ist von Ludwig. Also, wir haben diese Woche ordentlich den Pile of Shame abgebaut. Terramara, Chimera Station, Talisman, Lorenzo der Prächtige, plus Erweiterung, Glenmore. Also das nenne ich mal die Corona-Zeit sinnvoll genutzt. Sehr cool, Ludwig, das hat mich echt gefreut. Die neue Frage der Woche ist jetzt ein bisschen speziell. Es geht ums Schummeln, Leute. Was macht ihr, wenn ihr jemanden beim Schummeln erwischt? Habt ihr mal jemanden beim Schummeln erwischt? Habt ihr vielleicht mal selber geschummelt? Das wird wahrscheinlich keiner reinschreiben. Aber sagt uns, wie geht ihr mit Schummlern am Tisch um? Ja, sprecht ihr sie drauf an? Sagt ihr, komm, lass mich durchgehen? Spielt ihr mit so Leuten dann gar nicht mehr? Würde uns einfach mal interessieren. Schummler, ja, nein, selber. Also ich würde sagen, bei uns kam es noch nicht vor, aber wenn es mal vorkommt, dann gibt es einen ordentlichen Tableflip von mir persönlich und definitiv habe ich dann instant das Spiel gewonnen. Genau, oder ich. Na, ich. So, fangen wir an mit den Spielen. Die interessantesten werden wir euch vorstellen. Montag gab es nichts so Interessantes, deswegen machen wir sofort den Dienstag. Und Dienstag haben wir mit der Orbis gespielt von Days of Wonder. Ich mag das Spiel, Maddie mag es auch. Ich weiß gar nicht, warum es gar nicht so gut ankam. Das ist aber nicht Days of Wonder, oder? Ist das nicht Space Cowboy? Space Cowboy, Days of Wonder, Asmodee in Deutschland, glaube ich. Wie auch immer. Es ist cool. Wir bauen so eine Landschaft auf. Es ist so ein Legespiel und wir bauen eine Pyramide. Unten liegen 5 Teile, dann wäre 4, 3, 2, 1. Und Zivilisationsspiel, aber in einfach, würde ich sagen. Ganz einfach, ja. Ist so Familienstyle und wir müssen natürlich halt immer das nächste Teil, was wir anlegen, muss farblich zu dem unteren passen. Das heißt also, wenn ich unten ein grünes habe, kann ich oben auch ein grünes anlegen. Ich kann dann halt auf das grüne oben kein gelbes anlegen. Die Plättchen geben einem dann Punkte, je nachdem, wie man das anlegt. Ich finde, es ist ein schönes, cooles, kurzes Familienspiel, was ich besser finde, als es im Netzwerk kommt. Und du beschummelst mich immer dabei. Der Angelo macht immer so am Anfang nichts. Da gibt es noch diese, wie heißen die? Götter? Nee, nicht der Götter, sondern diese, keine Ahnung, diese Strukturen. Mir fällt gerade nicht der Name ein. Und je nachdem, wer die meisten hat, kriegt dann die höhere Punktzahl am Ende. Und Angelo macht die ganze Zeit nichts über. Jetzt weiß ich mal, so Tempelgebäude. Ja, so Tempel. Zum Schluss braut er dann mal so ein bisschen und dann nachher so, nee, wir haben Gleichstand und ich habe die höhere Nummer. Ich krieg's meiste. Jedes Mal macht er das mit mir. Also irgendwann spiele ich das nicht mehr mit dir. Jetzt sage ich euch ganz kurz, was ich mit Maddie nicht mehr spiele. Und zwar Mittwoch haben wir Dominations gespielt von Holy Grail Games. Gar nicht. Das ist ein echtes Civ-Game, astronomisch komplex. Astronomisch ist es nicht, aber es ist komplex, abnormal. Leute. Ihr habt ganz viele Karten in so einem Tech-Tree, wo ihr dann euch so eine Engine aufbaut. Es gibt eigene Ziele von 12 verschiedenen Völkern. Davon habt ihr halt eins. Also man kann Monumente bauen. Das Ganze funktioniert über so einen Legemechanismus, indem ich so Tiles, Land-Tiles anlege. Die haben Punkte drauf und wenn ich die Punkte matchend, also passend zu einem anderen Land-Teil anlege, kriege ich dadurch eben Wissen in verschiedenen Kategorien. Mehr Wissen sogar. Das Wissen kann ich dann wieder ausgeben, um mir eben Karten in mein Tech-Tree zu bauen und dadurch diese Engine fortzubilden. Und es ist wirklich komplex, weil es gibt über 220 verschiedene Karten. Und ganz kurz, Melli hat mich mit über 100 Punkten abgezockt. Ich glaube, sie hat geschummelt.
Nein. Nein. Es waren exakt 105 Punkte, mit denen ich abgezockt habe. Großartig, Spieler, kommt noch was. Ich meine, ich habe ja auch mein End-Sieg-Dings da gemacht. Ich habe es voll erfüllt und mal geschwind 100 Punkte gemacht. Du, also, ich meine, da muss man ja auch gewinnen dann. Ja. Donnerstag war wieder Skype. Am Donnerstag war wieder Skype angesagt mit unseren Freunden. Diesmal waren wir sogar eine Gruppe zu viert sozusagen. Also vier Haushalte haben sich getroffen online. War ja auch unser erster Donnerstag im Monat. Also ist unser Spieleabend nicht ganz ausgefallen. Wir haben es dann halt online veranstaltet. Da haben wir natürlich wieder Trails of Tucana gespielt. Das ist nach wie vor echt ein Dauerbrenner bei uns. Pegasus hat ja da auch eine richtig coole Aktion, schaut einfach mal nach. Und danach haben wir den Kartografen kennengelernt. Wir haben uns ja die Seniorenversion ausgedruckt auf einem DIN A4-Blatt, damit wir auch wirklich die ganzen verschiedenen Gebiete sehen können gut. Und Haarmund, Leute. Ja, ein Neo-Haar. Oh. Und Eva hat uns dann die Regeln kurz erklärt und dann haben wir losgespielt einfach. Ja, und Kartograf ist im Roleplayer-Universum ein Flip-and-Mal. Flip and Ride. Ja, ein Flip and Ride. Wir decken eben Karten auf und je nachdem können wir verschiedene Geländetypen in unsere Karte einzeichnen, in so Tetris-Formen. Und wir versuchen da einfach über spezielle Formen nachher Punkte zu kriegen. Wenn der Wald am Rand der Karte ist, gibt es Punkte. Wenn drei verschiedene Landschaften an ein Dorf angrenzen, gibt es Punkte. Ist ein schönes Spiel. Ich finde es auch eine coole Aktion von Pegasus, dass sie die Blöcke gratis zur Verfügung stellen. Das heißt, nur einer braucht das Spiel und die anderen können sich das Zeug ausdrucken und dann eben über Skype und ähnliches spielen. Und ich finde bei Kartograf das ein bisschen nett, weil man kommt ja hier mit dem Hinterhalt, also da werden Monster eingezeichnet, da hat man auch ein bisschen gebettelt und das hat auch relativ gut funktioniert, auch wenn wir jetzt nicht zusammen am Tisch saßen. Wir haben da auch eine optimale Lösung gefunden und ich habe gewonnen. Ja, die Schummel, das sag ich da, Leute. Nein, das zählt, das zählt. Ja. Freitag haben wir zu zweit Cloud Spire gespielt und zwar gegeneinander. Cloud Spire ist von den Machern, also ist von Chip Theory Games, den Machern von Too Many Bones. Ähnlich wie bei Too Many Bones haben wir hier auch Pokerchips, was die Einheiten sind. Es ist ein Player versus Player Game. Jeder hat ein Volk und wir greifen oder versuchen gegenseitig uns das Castle zu zerstören. Und dafür haben wir eigentlich ganz simple Regeln. Das heißt, unsere Einheiten werden aufgestellt. Dann bewegen die sich immer Richtung gegnerische Burg, außer die Helden. Die haben eine Sonderfunktion, die sind ein bisschen freier in ihrer Bewegung. Dann treffen die Einheiten irgendwann aufeinander. Dann kämpfen die nach speziellen Regeln. Man kann zwischendrin noch so Land-Tiles erforschen. Da gibt es dann eben Gefahren, die man finden kann. Es gibt Portale, mit denen man abkürzen kann. Und das Spiel ist auch sehr komplex, aber mehr komplex, um die Synergien des eigenen Volks rauszufinden. Ja. Genau. Und da wird auf jeden Fall gestorben, so viel kann ich sagen, weil die Runde endet erst, wenn einer der Gegner sozusagen gestorben ist. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und es ist wirklich nicht viel Regel. Das Schwierige ist wirklich, das eigene Volk zu spielen und zu wissen, was muss ich jetzt mit meinem Volk machen? Wie kann ich die aufleveln? Was bringt mir am meisten? Und ich habe dann auch diese Türme. Wir haben ja die Turmerweiterung und das macht dann das Spiel noch fetter. Das ist einfach abnormal geniales Material. Das sieht sehr cool aus. Muss ich einfach sagen. Ja, am Samstag war wieder eigentlich ein Spieleabend mit Freunden. Wir bleiben zu Hause. Wir haben wieder per Skype gespielt. Und Trails of Tucana gespielt und Disciple gespielt vom Heidelberg. Das neue Wortspiel. Melly hat das geleitet. Wir haben eigentlich quasi nicht richtig mitgespielt. Wir waren eher wie bei so einem Rollenspiel, die Spielleiter. Melly erklärt euch mehr. Genau, bei Disciple geht es eigentlich darum, dass es einen Wort... Ach, ich weiß nicht mehr, wie es ergeht. Also... Die einen suchen ein Wort und einer generiert eben ein Wort. Das und war wir haben vier verschiedene Formen. Wir haben rote lange Teile, kleine gelbe Teile. Wir haben so Halbbögen und wir haben noch so kleine grüne Halbbögen. Und daraus setzen sich die einzelnen Buchstaben tatsächlich zusammen. Und das haben wir unseren Freunden vorab geschickt, damit sie schon mal wissen, wie sich so diese Buchstaben zusammensetzen. Ich habe mir dann ein Wort ausgedacht mit sechs Buchstaben, habe das zusammengepuzzelt und dann gibt es so ein Board und dann gebe ich jedem Spieler dann sozusagen so ein Teil und der muss dann entscheiden, wo es hinlegen möchte. Und so entwickelt sich das dann, dass ich auf diesen einzelnen Felder diese Stückchen von Buchstabenteilen zusammentut und jeder muss jetzt natürlich rausfinden, mit was kann ich jetzt daraus diesen Buchstaben bilden? Also mit einem
kleinen gelben und einem großen roten könnte ich zum Beispiel einen T generieren. Stell dir einfach so vor, ein P hat ein langes rotes und dann hier noch so ein zusammengesetztes Ding. Und wenn halt das hier liegt, gibt es halt nur eine gewisse Möglichkeit, was das sein kann. Und ja, Freunde... Ist wie Wordsmith so vom Prinzip. Genau, und Freunde haben aber gemeint, das ist so ein bisschen wie Galgenmännchen, wenn es jemand kennt. Und sie waren echt, also am Anfang war es nur, denke ich mir, oh, hoffentlich klappt's. Und sie waren nachher so dermaßen angefixt, dass sie ein Wort nach dem anderen von uns wissen wollten. Und dann war es immer so, wer von euch hat sich jetzt das Wort denn nämlich ausgedacht? Weil sie kennen uns halt und da konnten sie dann so ein bisschen in die Richtung gehen, von wem kommt das Wort, dann könnte es ja eher das sein oder jenes. Und das fand ich wirklich richtig witzig. Ja, hat mega Spaß gemacht. Ja, wir haben noch am Samstag noch ganz kurz auf Instagram Doble live gespielt. Das ist von Asmodee eine Aktion. Das heißt, wir haben einfach mit der Community auch über Skype Doble gespielt. Das sagen alle, hey, Doble, wie soll das gehen? Das heißt einfach, Melli und ich haben Karten in die Kamera gehalten und die Zuschauer haben dann so schnell wie möglich das Paar gesucht, was man finden musste. Und so haben wir Doppel online gespielt, auch eine coole Aktion von Asmodee. Funktioniert sogar erstaunlich gut, wenn man eine gute Verbindung hat. Genau, und das ist unter Asmodee werdet ihr das sicher noch irgendwo anders auch finden, natürlich in den Medien, unter dem Hashtag Doppel bleibt zu Hause. Genau. Sehr sinnvoll und wichtig von Doppel, finde ich. Ganz toll. Dann kam der Sonntag, wir hatten einen Prototypen hier liegen, und zwar Kurators. Es geht darum, es ist ein Legespiel und wir bauen unser Museum aus. Und zwar hat es so ein kleines, wie so ein bisschen ähnlich bei Patchwork, so ein Mechanismus, wie wir die Teile in unser Museum bauen können. Und der Aktionsmechanismus ist eigentlich sehr geil, weil wir haben 6 Plättchen sind das? 5 verschiedene Chips, also 5 Aktionsmöglichkeiten. Und je nachdem, welches von diesen Teilen wir umdrehen, machen wir halt eine Aktion. Also wir kaufen uns entweder einen neuen Raum in unser Museum. Wir suchen Artefakte für das Museum. Wir können auf der Auktion Artefakte ins Museum bekommen. Wir können die vom Lager ins Museum packen. Und der Clou ist aber so, dass man diese Chips, wenn die beide die gleiche Seite zeigen, dann kann ich diese doppelte Aktion machen. Ich kann beide Chips umdrehen und kriege dann beispielsweise doppeltes Einkommen. Sehr genau. Cool. Natürlich braucht jedes Museum auch Besucher. Und die Besucher bringen wiederum Geld, dass wir wieder Aktionen machen können. Und das ist, am Anfang wirkt es so, ach ja, was soll das schon? Und diese Chips, wenn man sie benutzt hat, werden umgedreht. Dadurch entstehen manchmal Doppelaktionen. Und dann dreht man die wieder um. Und man muss da echt gut taktieren, finde ich, um zu wissen, okay, ich mache jetzt vielleicht das oder ich mache jenes, damit man wirklich das meiste aus seinem Zug rausholt, finde ich. Aber es ist wirklich sehr cool. Es ist ein Familienspiel, aber es hat eine clevere Auswahlmechanismus und so dieses Aktionsmechanismus. Das gefällt mir echt sehr gut. Kommt Ende April auf Kickstarter, denke ich, da werden wir auf jeden Fall unterstützen. Natürlich, also da bin ich jetzt schon angefixt. Melli schon sagt, sie erstellt einen eigenen Account notfalls. Ja, also mir hat es echt richtig cool, gut gefallen und jeder hat dann noch so seine eigene Aufgabe, auch sein Museum zu gestalten, damit man wiederum Punkte bekommt und. Aber nicht so viel. Da kommt auf jeden Fall noch was zu von uns und das war dann eigentlich schon unsere Brettspielwoche. Genau, schreibt uns, wie war eure Brettspielwoche? Was habt ihr gespielt bei Stay at Home? Spielt ihr jetzt ein bisschen mehr? Lasst gerne, wie gesagt, das Kommentar da. Lasst ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, das freut uns. Na, wir wünschen euch jetzt einen ganz tollen Montag. Kommt gut in die Woche, bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Rückspiegel dann wieder. Genau, und der kommt an Ostermontag oder Dienstag? Müssen wir uns noch überlegen. Er kommt wahrscheinlich Ostermontag, wir fahren halt nicht zur Arbeit, aber sitzen trotzdem im Auto. Genau, und auf diesem Wege natürlich euch wünschen wir jetzt schöne Ostern. Stay at home, trotz allem, auch wenn das Wetter bombastisch ist, auch wenn Ostern ist. Bitte bleibt so vernünftig, bleibt zu Hause und spielt schön. Und dann sage ich jetzt einfach mit dir gemeinsam Tschüss und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.